Hallo, ich bin Jill von Lazy Bus und ich möchte euch heute gerne unseren Lifestyle Camper vorstellen. Einen schnittigen Citroën Space Tourer aus dem Jahre 2020. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt hinten an. Los geht's! So, hier im Heck findet ihr alles, was ihr zum Kochen braucht. Es gibt diese praktische Campingbox von Kuckuck, die man mit zwei Schnallen öffnet, aufklappt. Und schon hat man hier alles parat, was man so zur täglichen Versorgen braucht. Hier rausgezogen findet ihr einen 2-Flammen-Campinggaskocher. Rechts und links ist jeweils eine Gaskartusche eingesetzt. Und ihr bekommt auch bei unserer Anmietung oder Vermietung jeweils immer eine volle Gasflasche, also eine Gaskartusche mit, sodass ihr dann auch für die nächsten Tage mit Gas versorgt seid. Das funktioniert ganz einfach. Hier links gibt es einen Hebel zum Runterdrücken und ein Rädchen. Dann hört man schon das Gas zischen. Mit einem Klick entsteht eine schöne Flamme zum Kaffee kochen, zum Nudeln kochen oder auch mal ein Spiegelei zu brutzeln. Einfach wieder auf Off schalten, auch hier auf Off. Und so kann dann der Gaskocher mitgeführt werden. Toll ist auch dieser integrierte Windschott. Das heißt, wenn es mal ein bisschen windiger ist, so wie jetzt gerade, dann könnt ihr auch trotzdem schön Outdoor kochen. Unten drunter befindet sich das ganze Material zum Kochen, von der Espresso-Kanne über Töpfe, Pfanne, Salatschüsseln, Besteck, Korkenzieher, Dosenöffner, Tassen, Gläser, Teller, Schneidebrettchen, ist alles da, was ihr so für 2 Personen und einen schönen Campingtrip braucht. In der Mitte, ebenfalls zum Herausziehen, habt ihr dann die Dometic Kompressorkühlbox mit einem kleinen Staufach, sodass ihr jederzeit ein kühles Getränk am Strand genießen könnt. Schön mallorquinischen Käse oder Schinken einkaufen könnt für eine leckere mediterrane Brotzeit. Und hier im rechten Abteil gibt es dann einmal ein Staufach. Hier oben ein Wasserkanister und auch einen zweiten, sodass ihr immer genügend Wasser dabei habt, um euch mal die Hände zu waschen, ein bisschen Katzenwäsche zu betreiben oder auch das Geschirr zu spülen. Denn einfach drunter gibt es 2 Schüsseln. In der hinteren Schüssel könnt ihr zum Beispiel eure Lebensmittel unterbringen, die nicht in der Kühlbox gelagert werden müssen. Und in dem vorderen Schüsselchen liegt dann allerhand dabei, was ihr zum Spülen braucht. Es gibt immer ein frisches Spültuch, ein Trockentuch zum Abtrocknen und wir geben euch auch immer Spülmittel mit, das ökologisch abbaubar ist, sodass ihr dann auch in der Natur mal einen Teller abwaschen könnt. Diese Wasserkanister könnt ihr zum Beispiel an der Tankstelle auffüllen. Ihr könnt euch auch im Supermarkt einfach diese großen 8 Liter Wasserkanister kaufen. Die kosten immer so 70 Cent und dann hättet ihr sogar Trinkwasser dabei. Oder ihr kommt zurück zur Lazy Bus Base und da könnt ihr natürlich auch jederzeit das Wasser wieder auffüllen. Super praktisch ist diese Heckklappe. Wie ihr seht, ich bin 1,81 Meter groß, ich kann hier ganz entspannt drunter stehen, kann dann auch hier drunter köcheln und habe im Sommer ganz praktisch einmal Schatten, je nachdem wie ich natürlich parke. Oder in der Nebensaison, wenn es mal nieseln oder tröpfeln sollte, dann habt ihr auch gleichzeitig einen Regenschutz hier. Was ich vielleicht noch erwähnen könnte, das habe ich gerade vergessen, wenn ihr diese Klappe öffnet, habt ihr theoretisch auch einen integrierten Tisch dabei, denn hier drauf könnt ihr was zu essen schnippeln, ihr könnt euch abends auch mit den Stühlen hier hintersetzen und habt dann gleichzeitig den Tisch, sodass ihr wenig Platz braucht. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, an welchem Spot ihr gerade seid. Ansonsten natürlich auch immer dabei 2 Campingstühle und ein Tisch, sodass ihr auch flexibel seid, euch was zu essen kochen könntet und zum Beispiel geht ihr mitten ins Feld. Oder aber an den Strand, auf die Klippe, wie auch immer ihr möchtet. Dann habt ihr im Gepäck immer eine Campinglampe. Die ist variabel einsetzbar. Einmal kann sie stehen, so könnt ihr sie auch auf dem Tisch dann nutzen als Abendstimmungsobjekt. Ihr könnt sie als Leselampe nutzen oder auch mit dem Häkchen hier einhaken. Und so habt ihr auch hier am Abend immer eine schöne Beleuchtung. Das Praktische an dieser Lampe ist, dass man sie aufdrehen kann. Sieht man jetzt im Hellen nicht so gut, zeige ich euch nachher noch mal im Dunkeln. Aber sie lässt sich dadurch einfach auch dimmen.
Ihr könnt also die Intensität jederzeit verändern und habt dann so ein angenehmes Licht dabei. Die lässt sich auch per USB aufladen und hält ziemlich lange. Also eigentlich seid ihr damit autark unterwegs. Über der Campingbox findet ihr dann das Bett. Ihr seht schon, die Matratze hat eine angenehme Dicke, also es lässt sich wunderbar darauf schlafen. Und ich öffne jetzt schon mal das Sicherungsseil oder den Gurt, damit wir gleich das Bett ausklappen können. Jetzt habt ihr euch aber auch bestimmt schon gefragt, ist ja ein normales Auto, wie funktioniert das denn mit der Kühlbox? Wie kann die geladen werden? Da haben wir natürlich auch eine Lösung für euch im Gepäck. Die zeige ich euch jetzt mal von der anderen Seite. Der Lifestyle Camper hat zwei Schiebetüren. Das ist ja praktisch, so könnt ihr immer von beiden Seiten in das Auto einsteigen oder auch an die Sachen herankommen. Von dieser Seite her seht ihr hier hinter der Rücksitzbank kleine Kisten. Und in der rechten Kiste ist die mobile, tragbare Batterie von Dometic untergebracht. Und an diese Batterie ist dann auch die Kühlbox gestöpselt. Die kann man ganz einfach einschalten, 3 Sekunden auf die Taste drücken und dann zeigt sie euch auch immer den aktuellen Batteriestand an. Aktuell jetzt 33%. Und mit einem 12-Volt-Anschluss ist dann diese Kompressor-Kühlbox an diese Dometic-Batterie angeschlossen. Wie lädt die Batterie? Ganz einfach mit einem zweiten 12-Volt-Anschluss, der hier in das Auto führt. Sobald also der Motor gestartet wird, ihr etwas über die Insel fahrt, dann lädt sich auch automatisch die Batterie wieder auf, damit ihr dann weiterhin die Kühlbox versorgen könnt. Außerdem habt ihr hier einen USB-Anschluss, sodass ihr auch mal im Notfall, wenn quasi der Motor ausgeschaltet ist und ihr trotzdem mal euer Handy aufladen möchtet, das hier über die Batterie tun könnt, genauso auch wie die Campinglampe. Ansonsten habt ihr auch vorne im Cockpit USB-Anschlüsse und könnt dann so euer Handy während der Autofahrt aufladen, mit dem Cockpit verbinden, Musik hören, die Spotify-Playlist einschmeißen, das Navigationssystem nutzen, obwohl der Camper hat auch ein eigenes Navi. Dann habt ihr in den weiteren Boxen, da sind noch 3 weitere an der Zahl, Stauraum, könnt euer Gepäck unterbringen, alles ein bisschen sortiert und geordnet halten. Genauso wie hier hinter dem Fahrersitz gibt es ein kleines Ordnungssystem für Ladekabel, Reiseführer, Stifte, Notizblöcke, so Kleinigkeiten, die ihr einfach dabei habt. Möchtet ihr euch mal in der Nebensaison gerade, sollte es draußen ein bisschen windiger sein, es kann ja leider auf Mallorca auch durchaus mal etwas regnen und ihr möchtet euch dann mal in den Camper setzen, so ist das auch wunderbar möglich. Dazu würde ich sagen, gehen wir einmal ums Auto herum, dann zeige ich euch das von der anderen Seite. Möchtet ihr es euch dann im Camper gemütlich machen, lässt sich der Beifahrersitz ganz easy peasy drehen. Und zwar wird er in die richtige Position gebracht, etwas nach vorne geschoben, die Rückenlehne leicht nach vorne gezogen und dann gibt es an der Seite einen kleinen roten Hebel, der den Drehmechanismus auslöst und zack, habt ihr hier schon einen gemütlichen Sitz. Dann kann sich quasi einer auf diese Seite gemütlich machen und der andere nutzt das kleine Sofa hier, legt sich noch ein Kissen in den Rücken und kann dann so ganz entspannt sein Büchlein lesen. Dann geht's weiter mit dem Bett. Dazu müssen wir jetzt einmal die Rückenlehnen von der hinteren Sitzbank nach vorne klappen. Den Sicherungsgurt von dem Klappbett haben wir vorhin schon gelöst. Dann wird das ganze Bett einmal nach oben geschoben und ausgeklappt. Dann liegt es quasi auf der Rücksitzbank auf. Hier, wie ihr seht, jetzt gerade nicht. Deshalb hat sich die Firma Kurkuk hier einen super Trick einfallen lassen. Und zwar gibt es hier 2 Füße zum Ausklappen. Wir brauchen jetzt aber nur einen, weil wir die Rücksitzbank verbaut haben. Ansonsten könnte man sie auch rausnehmen und beide Füße nutzen. Und so habt ihr jetzt ein richtig schön stabil und bequemes Bett von 2 Meter Länge und 1,20 Meter
10 in der Breite. In den hinteren Seitenfenstern findet ihr rechts und links dann jeweils Packtaschen. Die sind mit einem Magneten an der Verdunklungsplatte befestigt, sodass ihr sie ganz einfach abziehen und die zwei Fächer befüllen könnt. So habt ihr immer weiterhin noch ein bisschen mehr Ordnung im Camper und könnt auch hier eure Abendklamotten verstauen. Zahnbürste, Kulturbeutel, die Schlafkleidung. Denn wenn ihr das Bett einmal umgeklappt habt, dann braucht ihr nicht mehr unter dem Bett herumzuwühlen. Könnt euer Lesestoff hier einpacken und dann ganz entspannt diese Tasche hier per Magnet wieder an die Verdunklungsmatte anbringen. Sollte sie sehr schwer beladen sein, gibt es auch oben und an der Seite noch kleine Clips, sodass sie zusätzlich gesichert wird. So, jetzt sitzen wir im verdunkelten Camper. Ihr habt ja gesehen, wir sind ja immer noch bei helllichtem Tage, aber ich habe jetzt alle Verdunklungsmatten angebracht und es ist wunderbar dunkel, sodass man morgens wirklich schön und lange ausschlafen kann. Hier bin ich wieder. Und diese Matten sind an allen Fenstern angebracht, haben nach innen eine angenehme Farbe, sodass es halt auch schön wohlig und wohnlich im Camper wird. Und sie sind ganz einfach mit Magneten angebracht. Das heißt, kleine Magneten sind hier in der Naht von den Thermomatten vernäht und auf der anderen Seite gibt es das Pendant dazu, sodass sie dann auch schön befestigt sind. Und ich kann sie ganz einfach mit einer Hand abnehmen und habe sie wieder hell. Und genauso mit einem kleinen Handgriff auch wieder anbringen. Für alle Matten haben wir das praktische Gepäcknetz hier gespannt, sodass ihr die Matten dann, wenn ihr fahrt, hier super Platz sparen, verstauen könnt und nichts fliegt im Camper herum. Das Schöne an dem Camper ist, dass ihr die Scheibe der Heckklappe auch separat öffnen könnt und somit immer einen wunderschönen Blick vom Bett aus habt. Und ihr könnt den Camper entweder so mieten oder mit Stand-Up-Paddleboards. Oder mit Dachzelt. Thank you.